Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie man das arithmetische Mittel berechnet. Das arithmetische Mittel wird eigentlich auch häufig als Durchschnittswert berechnet, also wie man den Durchschnittswert von verschiedenen Zahlen berechnet. Ich habe hier mal so ein typisches Beispiel. Ein Schüler hat in seinen Vokabeltests die Noten 3, 5, 1, 6, 2 und 2 geschrieben. Und möchte jetzt gerne das arithmetische Mittel ausrechnen, also den Durchschnittswert seiner Noten. Das interessiert ihn. Was muss er dann machen? Das erkläre ich dir jetzt hier und rechne das auch vor. Ja, den Durchschnittswert, den berechnet man, indem man alle Noten oder alle Werte halt, die da vorkommen in der Reihe, zusammenrechnet, also addiert, plusrechnet. Und anschließend diese Zahl durch die Anzahl der Werte teilt. Also, nochmal langsam. Ich muss also alles zusammenrechnen, addieren. 3 plus 5 plus 1 plus 6 plus 2 plus 2. Und das Ganze muss dann durch die Anzahl der Werte geteilt werden. Ich mache jetzt hier einen Bruchstrich drunter. Der steht ja für das Teilen. Und zähle zusammen, wie viele Werte ich überhaupt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss also durch 6 teilen. Wenn ich diese Aufgabe jetzt hier ausrechne, dann habe ich das arithmetische Mittel berechnet, also den Durchschnittswert. Ich rechne das hier in zwei Schritten. Zunächst rechne ich mal oben zusammen, was da über dem Bruchstrich steht. 3 plus 5, das sind 8, plus 1 sind 9, plus 6 sind 15. Plus 2 sind 17, plus 2, das ergibt 19. Und unten habe ich ja das geteilt durch 6 stehen, also Bruchstrich 6. Ich muss jetzt also diese Aufgabe hier ausrechnen. 19 geteilt durch 6. Ja, also diese Bruchschreibweise ist nichts anderes als 19 geteilt durch 6. Das kann ich entweder schriftlich machen oder ich mache es halt mit einem Taschenrechner. Ich habe jetzt hier mal einen Taschenrechner und gebe dort ein 19 geteilt durch 6 ergibt 3,1 und dann ganz viele Sechsen. Also 3,1 Periode 6. Gerundet wäre das dann in diesem Fall 3,17. Ja? Gut. Ja, also grundsätzlich, wenn du einen Durchschnittswert ausrechnen möchtest, wenn du das arithmetische Mittel berechnen musst, dann musst du die einzelnen Daten alle addieren, also plus rechnen. Und das Ergebnis dann durch die Anzahl der Werte teilen, also wie viele Werte waren das insgesamt? Ich habe das hier noch mal kurz aufgeschrieben. Ja, die Summe der Werte geteilt durch die Anzahl der Werte. Und das ergibt dann das arithmetische Mittel. Ja, ich kann hier noch das Endergebnis unterstreichen. Und mehr ist da wirklich nicht zu machen. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg beim Nachmachen. Lass mir gerne ein Like da. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn doch und schau dir meine anderen Videos an. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.